Willkommen zurück bei The Room. Ich befinde mich hier gerade in einem wunderschönen Raum mit einem Planetarium. Und hier haben sich zwei Kugeln emporgehoben. Ja, was sehr schön aussieht schon mal. Ich finde es mega geil. Und vielleicht kann ich jetzt Sternrätsel lösen, denn wenn ich jetzt hier durchgucke, tada, sehe ich es. Mega cool. Endlich. Ich dachte, ich bin ja davor daran verzweifelt, an diesen Sternen. Weil ich dachte, ich verstehe es einfach nicht, aber ich war einfach noch nicht so weit. Ernsthaft? Jetzt habe ich es gerade wieder vergessen. ja. Ein quasi ein Kreuz. Zack, 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 zack. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt auch noch. Jawohl. Und das letzte Kartenstück. Ist es das letzte? Ja, müsste das letzte eigentlich sein. Ein quadratisches Kartenstück und ein Brief. Unten hätte ich beinahe übersehen. 9. August. Die Gesellschaft hätte völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in ihrem Skriptoschnokti gefunden. Eine Beschwörungsformel, der die Energie zu ihrem Antrieb fehlt. Nun, genau diese Energiequelle habe ich. Was ist los? Heute Abend beschwöre ich Astaroth herbei, den die Babylonier Ishtar nannten, den Fürsten der Ankläger und der Inquisitoren, den Enthüller aller Geheimnisse. Ist die korrekte Verbindung erstellt, wird alles Wissen des Nullelements mir gehören. Ich platze fast vor Spannung. So vieles gilt es noch vorzubereiten. Ja. Cool. So, Kartenstück, 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 Globus. Jawohl. Hatte ich das nicht schon eingefügt? Okay. Ich dachte, ich hätte es schon eingefügt. Zack. Ja. Erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen, wer es noch nicht gespielt hat, spielt es auf jeden Fall. Kapitel abgeschlossen, perfekt. Auf jeden Fall spielt mal das Spiel Sorg Nemesis. Gibt es, glaube ich, auch auf, wie heißt die Seite, die immer Retro-Spiele für Windows fähig machen. Auf jeden Fall Sorg Nemesis, mega cool und für damalige Verhältnisse, die Grafik war einfach Bombe. Story geil, die Rätsel wirklich sehr cool. Man muss eben noch mitschreiben, ja. Ich hatte dann immer so ein ganzes Notizbuch neben mir liegen, weil du alles, was du siehst, eigentlich aufschreiben musst, weil es könnte später nochmal von Nutzen sein. Also das kann ich sehr empfehlen. Sorg Nemesis. Von 98, 96, irgendwie sowas. Ich weiß, das gab es auch schon auf CD. Man hatte die Wahl zwischen DOS und CD. Und wir hatten damals wirklich tatsächlich die CD-Version. Und ich habe ewig gebraucht, bis ich diese CD-Version auf meinem Computer, ich glaube damals noch Windows XP, zum Laufen bekommen hatte. Das war sehr, sehr viel Arbeit. So, weiter hier im Text. Nicht ablenken. Kann ich jetzt hier an diesen Rädchen überall rumdrehen? Ich will immer alles rumdrehen. Oh, das sieht aber wirklich schön aus hier. Wow. Echt gut gemacht, muss man sagen. Also für eine Indie-Firma. Eine runde große Aussparung, wo natürlich wieder was reingehört. Damit kann man nichts machen, sieht einfach nur schön aus. Nein, noch möchte ich kein Fragezeichen benutzen. Ich brauche das bestimmt später nochmal, aber okay, hier kann ich was machen. Eine kleine Fassung. Ja, ich verliere auch gleich meine Fassung. Ich weiß, er war schlecht, aber ich hatte keine andere Wahl. Hier ist was zum Verschieben, so wie es aussieht.
Okay. Ja. Ja. Ich weiß. Vielleicht weiß ich es. Ich weiß nicht, ob ich es weiß. Ein Messingkurbelgriff hatte ich doch schon mal. Und wieder. 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbar. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten, doch die Linse schmerzt meine Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen. Überall finden sich Räume. Räume. Ja, war wohl doch nicht so rosig wie einst angenommen. Na, warum sage ich eigentlich mal ne? Ne? Kurbel. Da vielleicht? Nein. Natürlich, eine kleine Aussparung, vielleicht für eine Kurbel. So. Sternbildrätsel. Okay, wir haben jetzt das Sternbild des Schwertes. Ich habe keine Ahnung wirklich von Sternbildern. Ich finde Astronomie sehr interessant, aber ich muss mich mal da mehr damit befassen, ja. Ich habe mich lediglich so mit der religiösen Astronomie mal befasst. Das ist sehr, sehr interessant. So, was hat das jetzt genau gebracht? Also, ich habe eine... Dort hinten hat sich was geöffnet. Ich benutze eh viel zu selten. Wow. Sehr, sehr cool. Ist das das Schwert Excalibur? Eventuell. Kann ich eigentlich auch von der anderen Seite? Nee, geht nur von der Seite. Oh, und hier sind Pfeile. Jawohl. Aber erstmal hier. Das kann ich doch bestimmt auch wieder drehen. Nee, ich dachte... Weil so ergibt das gerade noch nicht so viel Sinn, ne? Nee, ich glaube, das bringt noch nichts. Okay, wir haben das Schwert Excalibur. Wenn es das denn ist. Aber hier diese Schnipsel, die kriege ich ja rein technisch überhaupt noch nicht zusammen. Ich lasse es jetzt erstmal und schaue mich nochmal weiter um. Ob sich hier noch mehr getan hat. Ich denke, das soll so bleiben. Diese Kurbel habe ich bereits betätigt. Oder geht hier noch was? Nein, da geht nichts mehr. Hier ist noch ein Knöpfchen. Was ich noch nicht drücken kann. Wie sieht es eigentlich hier unten aus? Ist hier unten alles erledigt? Da komme ich jetzt gar nicht mehr hin, siehst du? Ah, ich komme nicht mehr hier unten hin. Das heißt, ich konzentriere mich vollends auf hier oben. Eine kleine Aussparung. Genau in der Mitte des Tisches. Kann ich hier irgendwas drehen? Nein.
Auf jeden Fall ist diese Folge jetzt schon mal produktiver als die letzte. Die letzte war grausam. Ich habe ja nichts gebacken gekriegt. Das ist manchmal so. Und hier fehlt auch noch was. Das kann ich so nicht drehen. Und ich habe nichts im Inventar. Wirklich gar nichts. Okay, nochmal hierzu. Gibt es doch eine Möglichkeit, das zusammenzubasteln oder irgendwas zu drehen? Das Schwert rauszuziehen? Das Schwert, ach, okay, die Aussparung, die ist direkt in der Mitte. Aber das Schwert hier ist nicht in der Mitte. Hat das vielleicht auch irgendwas zu bedeuten? Naja, aber da fehlt mir definitiv noch der richtige Winkel. Echt jetzt? Doppelklick? Aber selbst das bringt nichts. Jetzt kann ich's drehen. Okay, es war der dämliche Doppelklick, der mir gefehlt hat. So. Komm. Na, eins noch hoch. So. Jetzt ist das Schwert übrigens auch in der Mitte. Excalibur! Nein, das ist nur ein Dolch. Okay, ich dachte... Schade. Das ist jetzt wirklich Sorg Nemesis. Tatsächlich spielt es. Und genau diese Planeten oder so eine Konstellation oder Konstruktion wird euch bekannt vorkommen. Wirklich. Ich kann hier aber nichts machen. Das heißt, ich muss dort nichts drehen. Ich benutze mal wieder mein Teleskop. Ah, jetzt erklären sich auch die Pfeile. Aber wie kann ich das? Kann ich das drehen irgendwie? Drehen? Kann ich das irgendwie drehen? Irgendwie verschieben? Nee, Fragezeichen. Geh weg. Ich brauch dich nicht. Geh weg. Verschwinde. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen knifflig, was ja nicht schlecht ist, an sich. Das sieht durchs Teleskop tatsächlich anders aus. Okay, hier ist nur blau und dann rot. Ja. Und so sieht das schon anders aus. Hier haben wir nämlich auch grüne mit dabei. Aber die blauen sehen genauso aus. Entschuldigung. Aber es ändert sich auch nichts, wenn ich das drücke. Die bleiben auf jeden Fall immer nur für so 2 Sekunden und die anderen bleiben. Die blauen kann ich drücken, wie ich lustig bin, die bleiben. Und egal, welche blauen ich drücke, die grünen sind immer in der Mitte. Nee, das ist gar kein Grün. Nee, die sind... Vergesst es. Das sieht nur grün aus durch das Teleskop. Ist es aber nicht.
kann ich hier was sehen? Die Pfeile sind ja nur da mit dem Teleskop, jawohl. Drehen kann ich hier erstmal nichts. Ist die Kurbel jetzt vielleicht wieder aktiviert? Nein. Hier geht auch nichts, da nicht. Und das hier geht bestimmt auch nicht mehr zu drehen. Ne, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Hier gibt es bestimmt auch nichts mehr sonst. Doch, gibt es. Oh je. Zack, 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 zack. Okay. Mal schauen. Ich habe schon wieder vergessen, was. Wie war das? Nee, das ist falsch. Nee, so war das nicht. So war das nicht. Boah. Duck, 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 duck. So, ne? Das Sternbild ändert sich. Auf. Das Sternbild des Auges. Aber ihr wisst, was kommt. Leute, wie es weiter seht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Vor allem bedanke ich mich doppelt und meinen größten Respekt auch, wenn ihr es bis zum Ende durchgehalten habt. Ich wäre, glaube ich, schon längst eingeschlafen. Ja, danke für eure Geduld und gute Nacht. Liebe Grüße aus dem schönen Irland und bis bald. Tschüss.